Wir denken, was wir sehen, stimmt auch. Aber ist das wirklich so? Optische Täuschungen sind verblüffend. Sie tricksen unser Gehirn mit einer Kombination aus Farben, Licht und bestimmten Mustern aus und dann sehen wir Dinge, die gar nicht da sind. Lass uns heute eine Testfahrt machen. Mal sehen, ob dein Gehirn diese Täuschungen durchschauen kann. Schau dir dieses Bild genau an. Du siehst ein sich bewegendes Quadrat, das die Farbtöne ändert. Welche Schattierungen siehst du? Dunkel, dann hell, dann wieder dunkel? Falsch, die Farbe des Quadrats ändert sich nicht. Der Schöpfer dieser Illusion ist der japanische Psychologe und Künstler Akiyoshi Kitaoka. Dank seiner Illusion kannst du sehen, wie dein Gehirn seine Vermutung über die Farbe des Quadrats ändert. Dazu musst du noch wissen, dass Farbe bereits eine Illusion ist, die von unserem Gehirn erzeugt wird. Farben werden nämlich in unserem visuellen System erzeugt. Was unsere Augen als blau wahrnehmen, ist eigentlich eine Wellenlänge, die diese Farbe reflektiert. In der Neurowissenschaft heißt es, dass etwa 50% unseres Gehirns am Sehprozess beteiligt sind. Das heißt, visuelle Signale werden an mehr als 30 Bereichen in unserem Gehirn geleitet. Und jeder Bereich erfüllt eine spezielle Aufgabe zur Verarbeitung von Farbe, Bewegung, Tiefe und Form. All diese Informationen werden kombiniert und voilà, du kannst Formen und Farben unterscheiden. Interessant ist aber, dass man in der Neurowissenschaft nicht genau weiß, wie das alles funktioniert. Wir auch nicht, aber wir versuchen es. Schau dir jetzt diese Treppe an. Eine einfache Treppe, stimmt's? Na, dann lass uns das Bild mal auf den Kopf stellen. Sieht immer noch aus wie eine Treppe, aber anstatt von rechts nach links, verläuft sie jetzt von links nach rechts. Du darfst dabei aber nicht blinzeln, denn wenn du blinzelst, verschwindet die Illusion und du siehst wieder das ursprüngliche Bild. Oh, ich glaube, mein Gehirn ist müde. Diese Täuschung wird Schröder-Treppe genannt und wurde 1858 vom deutschen Wissenschaftler Heinrich Schröder entwickelt. Sie ist sehr einfach, aber sie enthüllt einen grundlegenden Mechanismus über die Funktionsweise unseres Gehirns. Lass uns dem auf die Spur gehen. Wenn wir die Treppe auseinandernehmen, sehen wir, dass das Bild flach ist. Unser Gehirn nimmt es als 3D-Bild wahr, wegen der Kombination aus Licht und Schatten. Das bedeutet also, dass das 3D-Bild selbst schon eine optische Täuschung ist. Das passiert, weil unser Gehirn neue Bilder mit bereits Gesehenen vergleicht und dann einordnet. Es sieht also einen Schatten in einem 2D-Bild und interpretiert den als Tiefe. Damit schafft es eine unwirkliche Perspektive des Objekts vor unseren Augen. Nennen wir es eine dreidimensionale Perspektive. 2020 ging der japanische Mathematiker Kokichi Sugihara mit dieser Illusion noch einen Schritt weiter. Schau dir das mal an. Auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine normale Treppe. Aber jetzt stellen wir diese Vase oben auf die Treppe und drehen das Bild um 180 Grad. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Die Vase, die wir oben platziert haben, steht plötzlich unten auf der Treppe. Kein Wunder, dass diese Arbeit den Preis Beste Illusion des Jahres 2020 gewonnen hat. Sugihara hat es geschafft, uns mit dieser Illusion fortzuführen, wie unser Gehirn uns austrickst, damit wir unwirkliche Dinge wahrnehmen. Das Grundprinzip dieser Illusion ist ein einfacher Trick. Die Treppe hat keine Stufen. Sie ist nach wie vor eine flache 2D-Oberfläche, bei der Winkel und Schattierungen geschickt eingesetzt wurden, die unser Gehirn austricksen. Das 2D-Bild wurde ausgedruckt und in eine 3D-Struktur geklebt. Aber dadurch hat die Treppe keine Tiefe bekommen, sondern nur die Illusion. Verstanden? Schau dir dieses Bild einen Moment lang an. Wie viele Balken zählst du? Diese Illusion hat die Internetgemeinde aus dem Häuschen gebracht. Einige haben 11 Balken gezählt und andere kamen nur auf 8 oder 7 Balken. Laut dem Ersteller dieses Bildes gibt es aber nur 6 vollständige Balken. Wenn du von oben nach unten zählst, beginnst du bei gut sichtbaren Balken. Aber wenn du beim 6. ankommst, wird alles irgendwie unscharf und verwirrend. Warum? Weil die letzten beiden Balken unvollständig sind. Sie scheinen sich zu vervielfachen, was total verwirrend ist. Fahre mal mit dem Zeiger über den 7. und 8. Balken. Siehst du, dass da Linien fehlen? Und genau das verwirrt dich beim Durchzählen. Kannst du erkennen, ob die dunkelblauen Linien parallel zueinander verlaufen oder sind sie schief? Ja, sie sehen schief aus, aber in Wirklichkeit verlaufen sie parallel. Diese klassische optische Täuschung kannte man schon vor über 100 Jahren. Aber erst in den 70er Jahren bekam sie ihren Namen, und zwar Kaffeewandtäuschung. Steve Simpson bemerkte einen ähnlichen Effekt an der Wand eines Cafés in Bristol. Und da ist er. Schauen wir mal, wie er funktioniert.
Lass uns zuerst das Bild ein bisschen unscharf machen. Noch ein bisschen mehr. So ist gut. Jetzt kannst du sehen, dass die dunkelblauen Linien parallel zueinander verlaufen. Schau jetzt genau hin. Diese kleinen schwarzen und weißen Steine an den Schnittpunkten der breiten Linien erzeugen die Illusion. Und die gebogenen Elemente in den blauen Linien verstärken den Täuschungseffekt. Du wirst es gleich noch besser verstehen. Schauen wir jetzt dieses schwarze Quadrat an, das von senkrechten und waagrechten weißen Linien durchzogen ist. Siehst du, wie die weißen Punkte an den Schnittpunkt des Gitters grau und wieder weiß werden? Konzentriere dich jetzt auf einen Punkt. Er bleibt weiß, aber sobald deine Aufmerksamkeit abschweift, wird der Punkt grau. Das ist die Hermann-Gitter-Täuschung. Beeindruckend, oder? Wir können diese Illusion noch toppen, indem wir weiße Punkte an den Schnittpunkten der grauen Linien platzieren. Alles befindet sich vor dem schwarzen Hintergrund. Schau dir jetzt das Bild an. Siehst du schwarze Punkte, die an den Kreuzungspunkten des Gitters auftauchen? Sie erzeugen auch so einen schillernden Effekt. Das wird Simultankontrasttäuschung genannt. In einem Augenblick siehst du weiße Punkte und im nächsten Moment sind sie schwarz. Warum lassen uns unsere Sinne im Stich und lassen uns grau oder schwarz statt weiß sehen? Diese Täuschung macht ein wichtiges Prinzip der menschlichen Wahrnehmung deutlich. Wir sehen Dinge nicht immer so, wie sie sind. Das liegt auch an unseren Netzhautzellen. Sie fungieren in unseren Augen als Lichtrezeptoren. Wenn nur ein Rezeptor beleuchtet wird, nimmt dieser mehr Licht wahr als die anderen. Die benachbarten Rezeptoren bleiben also unauffällig. Bei der Hermann-Gitter-Täuschung sind die weißen Linien so angeordnet, dass um die Schnittpunkte mehr Licht fällt als entlang der Linien. Dadurch werden die Punkte an den Kreuzungen gehemmt und du siehst dunkle Flecken. Die nächste Illusion heißt Pac-Man Chaser. Du wirst schon sehen, warum. Starre 5 Sekunden lang auf das mittlere Kreuz. Das Bild bewegt sich, oder? Siehst du auch, wie zwischen den lilafarbenen Punkten von Zeit zu Zeit ein grüner auftaucht? Auf diesem Bild siehst du zwei Täuschungen gleichzeitig. Es sieht so aus, als ob sich das Bild bewegt, tut es aber nicht. Ich schwör's. Man nennt es Phi-Phänomen. Die Illusion von Bewegung tritt auf, wenn unbewegliche Objekte nebeneinander stehen und nacheinander schnell beleuchtet werden. Schau jetzt nochmal auf die Mitte des Bildes. Siehst du einen grünen Punkt? Diese zweite Täuschung wird Nachbild genannt. Sie entsteht, wenn dein Gehirn versucht, etwas zu zeigen, obwohl es schon weg ist. Aber warum erscheint er grün? Das liegt daran, dass grün die Komplementärfarbe von lila ist. Wenn wir die Farbe im Kreis in blau ändern, ändert sich die Farbe der Lücke in gelb, die Komplementärfarbe von blau. Cool, oder?